ich sehe, meine Damen und Herren, Sie werden es nicht glauben. Von hier aus sehe ich das. Da sehe ich ein weißes Trikot mitten dazwischen. Und ist kein richtiges Trikot, ist ein T-Shirt. Er hat nicht ganz mehr das Alter der Kinder, der Bambinis. Aber ich denke, als Vorbild ist er ideal dafür geeignet, meine Damen und Herren. Ich sehe André Greipel mitten dazwischen. Ich denke, der erste Applaus kommt bis hier oben hoch. Der gleiche mitfährt. Der André ist mit dabei und lässt sich nicht nehmen, hier heute mit den Kleinen zu starten. Und der ist schon dabei. Ja, vielleicht kurze Erklärung. Bambini-Veranstaltung von dir. Was hast du dabei gedacht? Ja, ich glaube, dass das einfach eine schöne Veranstaltung ist für die Allerjüngsten im Radsport. Und ich bin natürlich wahnsinnig stolz und froh, dass so viele junge Teilnehmer hier mit dabei sind und am Start sind. Ja, endlich bin ich hier und dann kann es auch wirklich losgehen. Ich will auch nicht das so lange nach hinten ziehen, sondern lasst uns einfach die Kids nicht so lange warten und einfach los. Das ist der Hans Kuhl und wir dann die heute. Das ist aber eins, was sicher ist, denn das brauchen die. Sonst funktioniert das überhaupt nicht so, wie wir das gerne hätten. Und dann kommt schon der erste rein. Also. Wie das gewohnt, ich war ja mal Schulleiter, von daher kenne ich diese Altersklasse hier. Also wir sind wieder bei Bernd, der Leo. Und du bleibst mal hier bei mir ein bisschen. Und vielleicht kann die Sophia und der Leon auch noch dazukommen. Dann auch über. Schön vorsichtig fahren. Vor allem in den Kurven. Mit Applaus, meine Damen und Herren. Wo bleibt der Applaus für den Nachwuchs? Wunderbar. Mit dem Applaus, die Glocke für die letzte Runde noch einmal im Kreis herum 600 Meter, dann habt ihr es geschafft. Eine Runde noch. Und Walter Wahl sagt gerade, alle bleiben bitte hier, auch an die Eltern, alle bekommen einen Preis. Und ja, hier geht schon den Adler wieder hoch. Er hat in seiner Altersklasse wahrscheinlich gewonnen. Und der Glocke war schon. Das war doch schon Fuß, war ja schon gerade hier, gerade hier. So Hans, wir stehen jetzt nochmal zurück für heute. Alle Teilnehmer hatten noch mal wieder vor zum Ziel, beziehungsweise zum Start, dort wo ihr losgefahren seid. Und sie hatten ein bisschen zurück. Es ist eingeläutet. Die Kolb, Burkhardt und Greipel, die ersten drei, meine Damen und Herren. Mit Niklas Arndt, mit Burkhardt, mit dem Kolb und Greipel, dann ist die Lücke zu Lukas Wies, die mit dem Kolb geschlossen werden können. Das Finale läuft. Das sind die Platz, meine Damen und Herren. Das Finale, letzte Runde.
ist der Alarmierungsmann auf, Glocke für die letzte Runde. So, da wird gesprintet um Platz 2 und 3, 4, 5. Da kommt der Sieger, der darf es auf jeden Fall fallen auf seine Kondeiles. Mit einer Runde Vorsprung gewinnt er also das Rennen. Klasse! Vorsprung für den Sieger. Und Hockey-Rennen über 33 Gesamtrunden. Also, dass wir mit einem dritten Schutz bei durchgekommen sind, das ist ja doch immer das Wichtigste. Es gibt ja viele Male Natürlich auch Alpenziehen. Wir kommen zu Lotto Soudal, wir kommen zu Marcel Sieberg und André Greipel, meine Damen und Herren. Dass die Stimmung gut ist. Okay, keine weiteren Fragen. Wir werden beide noch am Freitag in einer Woche sehen in Stotzheim. Gehe ich mal davon aus, in seiner Heimatgemeinde gibt es das letzte Nachdruckkriterium. Marcel Sieberg und André Greipel. Aber wir haben ja etwas Besonderes. Marcel, der Startnummer 1, unterstützt von der Firma Entega. John Dinkel, meine Damen und Herren. Der kommt aus der Höhle. Bereit, beide ihre Hände bereit und dann, wie es gleich der Schatten, wir haben eine entsprechende Musik, wir wissen, wie das abläuft. Ich würde sagen, wir fahren ein. Achtung! 4, 3, 2, 1, 0. Und Start, meine Damen und Herren, und Start! Mit dem Applaus! Und kommt der Applaus! Und jetzt haben wir schon ganz, ganz vorsichtig kommen die Fahrer daher. Ich denke, sie werden sich etwas einrollen und schauen, ob hier der Rundkurs im Augenblick noch nicht zu glatt ist. An der Spitze, John Dinkel, meine Damen und Herren. John Dinkel an der Spitze. Und dahinter dann das große Fahrerfeld. Ja, nur noch 109 Runden, meine Damen und Herren. Und da wird weiter im Feld gefahren. Noch kommen nicht die ersten Angriffe zustande. André Greipel jetzt an der Spitze. Okay. Aber bitte, je nachdem, wo Sie stehen, schon mal links oder rechts schauen, ob wirklich keine Vorausfahrzeuge oder Rennfahrer kommen. So, da haben wir die Gruppe mit Jan Dieteren an der Spitze. Und schauen Sie, sie ist größer geworden mit Rick Zabel, der nach vorne gekommen ist, und Marc Dörri. Da kontrolliert man Greipel mit seinen Schaltbremsen. Gefolgt von seinen Teamwettbewerben heute hatten auch bei den Kids beim Dege fette Reifenrennen, das wir heute hatten bereits ab 16 Uhr. Ja, da waren mehrere Veranstaltungen. Wir hatten jetzt das Bump-Familie-Rennen, dann das Nachwuchsschülerrennen. Und dann kamen die wirklichen Nachwuchsfahrer, die U17, U19. Dege greift an, meine Damen und Herren. Wir sehen ihn an seinem Hinterrad und jetzt also mit aus ein bisschen. Dem, Team Möbel Ehrmann, den wir vorne sehen. Schauen wir mal, Jan Dieteren, Marc noch an der Spitze. Alle anderen wieder aufgeschlossen mit John Dinkolb, mit Rüdiger Selig und vorne mit dabei in dieser ersten Gruppe zwischenzeitlich auch das Team Lotto Kernhaus aus Koblenz. Mit, weil es eben hier rutschig, nass ist und damit auch deutlich gefährlicher. Jan Dieteren an der Spitze, macht hier das Tempo, scheint gut zu laufen heute.
Kuppertz, dann kommt Greipel, Anführer hinten im Hauptfeld, das weit in die Länge gezogen. Also noch 101 Runden bis zum Ende und Tornemanns Feld ist größer geworden. Also André Greipel hat das richtig gemacht, hat dazu beigetragen, dass die Gruppe wieder zusammengeführt wird. Konton Dinkold setzt sich nach vorne, vorbei an Erik Baumann auf der linken Seite. Macht er natürlich clever hier, ich habe es ja schon angezogen, aber die Tour de France beendet. Und Sie können jetzt schon Dinkold unterstützen, meine Damen und Herren, mit dem Applaus. Da kommt er, wer ist denn hingefahren? Sie, Dinkold! Zwei Fahrer an der Spitze. So, der Christopher ist vorne, Christopher hat's. Auf. Minute zu Minute immer etwas dunkler. Also ganz bestimmt nicht einfach nachher im Finale des Wettbewerbs. Müssen die Augen sich erst an diese Lichtveränderung gewöhnen. Das wäre los, dann darf man wieder zurückkehren. Augenblick geschlossenes Fahrerfeld. 90 Minuten vor Schluss. Ja, aber schau, Lotto Kernhaus, die müssen hier ein bisschen. Ist auch, man kann sagen, etwas das heimische Publikum. Maggi kommt nach vorne. Robert Joshua Huppertz, das sind die Underdogs, die wir dort haben. Also die Kleinen, die Jungs, die die Großen wie Marcel Thieberg und Robert Wagner ärgern wollen. Niklas Arndt, Etappensieger im letzten Jahr beim Giro d'Italia und Zweiter in Salon de Provence bei der Tour de France in diesem Jahr. Okay, da sind sie wieder. Aber das Feld mit Niklas Arndt rollt wieder hin. Ja, Joshua Huppertz, immer nach vorne. Jetzt hat Niklas Arndt die Lücke geschlossen. Denken Sie an Frankfurt, als er von vorne den Sprint gefahren hat. Es wird ganz, ganz eng. Und John Dinkold, John Dinkold. Oder, oh, das war ganz eng. Das muss die Jury entscheiden, Carmen. Das ist deine Aufgabe. Im Marsch, weil er Sprint gewonnen hat, war die Gruppe läuft mit Rick Zabel an der Spitze. Zu einem etwas späteren Zeitpunkt ausgefahren und Sibi muss hier vorne fahren. Max war schon am Hinterrad, Erik Baumann haben wir dort gesehen. Ja, das ist ja Punkte. Und jetzt wird gespottet, wer ist vorne? André Greipel muss ein bisschen draufdrücken mit seiner Scheibenbremse, um nach vorne zu kommen. Und wer fährt von vorne? Ist es wieder Joshua Huppertz, der sich durchsetzen kann, der schon zwei Wertungen gewonnen hat? Ist der Junge schnell? Aber Rick Zabel ist vorne, Rick, oder? Oh nein! Ah, da muss wieder die Jury entscheiden. Das macht dort schon wieder Halt, Stopp und wartet auf die Spitze. Und sobald die gleich dort vorne um die Kurve flitzen sollen, um die Zielkurve, dann sind sie da. Dann gibt es wieder Rundengewinn für mittlerweile. Ja, dann haben wir acht, jetzt vorher sieben Fahrer. Das sind dann 15 Fahrer mit einer Runde Vorsprung. So, Rüdiger Selig ist der Erste, der die Lücke schließt. Er kommt da. Jetzt ist Augenstein. Drei Punkte, die 21, das ist Christopher Hatz vom Team Lotto Kern. Dann zwei Punkte an die 12, das ist Achim Burka, der deutsche Meister im Derbyfahren. Und ein Rennen, wir sagen es nochmal, wir haben zwar immer wieder diese Sprintwertung, das sind Sonderwertungen, da geht es um Sonderpreise.
Da schaut sich John Degenkolb um, sucht Mitstreiter, die das Tempo mitgestalten. Und da hat selbstverständlich hinten der Christopher keinen Bock drauf. Wir sehen, dass Siebe jetzt arbeitet für André Greipel, für seinen Teamkollegen. Er ist in der Mitte des Feldes unterwegs. 36, Moritz Augenstein. Wer schiebt sich jetzt nach vorne in der Offensivwertung? Lukas Riss und John Nico, habe ich gesehen. Dieser junge Marc Dürrie hat ja auch vorne gezeigt. Zweiter, dritter, warten ganz kurz auf die offizielle Bestätigung der Jury. Und sie sind nahezu wieder zusammen, alle zusammen. Und das gute 29 Runden vor dem Ende. Marcel Sieberg hat wieder... Lukas Moritz Augenstein mit 6 Punkten. Eine Abnahme haben wir noch. Sollen wir noch einmal Punkte vergeben in der Alpecin-Wertung. Sie haben Rick Zabe da vorne gesehen. Er fährt hier im Trikot von Katjuscha Alpecin. Der Mannschaft... Wertung gewinnen. Jetzt wird die nächste Wertung eingeläutet. Letzte Wertung. Wertungsrunde, vierte Abnahme der Alpecin-Wertung. Wertungsrunde. Die dreht aber richtig drauf, meine Damen und Herren. Mit dem Applaus hier. Ein toller Ausreißversuch des Sunweb-Teams. Aber da kommen die Verfolger. Wer fährt von vorne? Nichts gegen die, haben einen tollen Job gemacht, super geleistet, tolles Rennen gefahren. Aber da wollen wir noch am Ende mal schauen, wer die besten Beine hat im Finale. Wagner, Niklas Ahn, Max Walscheid vorne, 14 Runden gegen Kolb führt, Rick Zabe und ganz am Ende dann Jan Dieteren, der jetzt sich gebildet hat. Sind 11 Runden noch auf der Anzeigetafel mit Robert Wagner. Und jetzt kommt Degenkolb. Alles nehmen wir gleich die überrundeten Fahrer raus. Die überrundeten müssen gleich rausgenommen werden. 10 Runden vor dem Ende. Das ist natürlich bitter, aber tolle Leistung. Muss man hier nochmal lobend anerkennen für alle, die dabei waren. Großartiges Rennen. Und zu klären im Finale. Wer da die besten Beine hat, am schnellsten um die Kurve kommt. Niklas Ahn schaut nach oben. Wie viele Runden sitzt du noch? 7. Steht da immer noch. 13, 14 Rennen. Hallo, 12, 13, 14. Von Köln-Lippen. Noch 4 Runden, meine Damen und Herren, nur noch 4 Runden. Wer setzt sich ab? Diese 1220 Meter bis zum Ende. Und jetzt kommt Waldi noch mal von vorne. Robert Wagner probiert das. Und Sieberg muss die Lücke wieder zufahren. Die nächste Gruppe, da geht es nachher nur um die Ehrenplätze, die wir hier haben. 2 Runden noch. Die letzte Runde hinein. Wer gewinnt den Entega-Cup hier in Mürstadt? Die Runde für diese Gruppe mit Karl Platt. Und jetzt geht es hier um den Sieg, das Voraussetzung. Ziemlich sicher, das sind die ersten 2 in diesem Rennen. Wir warten auf den Drittplatzierten. Wir warten dann noch einmal auf John Degenkolb und jetzt ist es raus. Also, Rick Zabel wird Dritter in Mürstadt, meine Damen und Herren. Dort hinten sind sie unterwegs. John Degenkolb gewinnt vor André Greipel und Rick Zabel. Und bitten dann die ersten 3 und die Sieger der Punktewertungen. Die 3 ersten und die 3 Sieger der Punktewertungen. Selbstverständlich gibt es auch hier eine Schleife.
für den Leipziger, der mittlerweile in Berlin wohnt, in der Hauptstadt zu Hause ist. Die Bürgermeisterin, Siegerreich Leipzig. Die bei der Siedlung dabei sind, auf Platz 3 im Trikot von Katjuscha Alpecin, Sieger der Flandern-Rundfahrt, Deutscher Meister Rick Zabel. Wir freuen uns auf den zweiten, auf Ihren André Greipel! Sieger von Paris-Roubaix und wir werden sicherlich auch irgendwann ihn feiern können als Tour de France-Etappensieger, John Degenkolb! Und da kommen die Blumen von der Sonnenkönigin. Der Sonnenmond. So, das darf selbstverständlich getrunken werden. Rick Zabel, André Greipel und die Fahrer haben wir die ganze Zeit gehört. Und John Dinkum für das